Egal ob Burger, Pancakes, Pastrami oder Pulled Pork, die Deutschen lieben amerikanisches Fastfood. Ganz anders sieht es mit US-Aktien aus. Darum machen die Privatanleger eher einen großen Bogen. Dabei spricht die Wertentwicklung eine ganz andere Sprache. US-Aktien peppen die Depots auf. Herr Schickentanz, Sie sind gerade in New York und sprechen mit vielen Analysten. Bleiben denn die Perspektiven für US-Aktien in den nächsten Wochen insgesamt positiv? Würden Sie also weiter den Bullen reiten? Hallo Frau Katzer, viele Grüße aus dem verregneten New York nach Frankfurt. Vor zwei Wochen beim Börsenupdate habe ich mich ja für den Bären, also für die pessimistische Seite entschieden. Diesmal wähle ich den Bullen, die Seite der Optimisten. Herr Schickentanz, warum haben Sie sich denn für den Bullen entschieden? Nun, die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Hier in New York gibt es nur den Bullen, denn vor der Börse hat man tatsächlich den Bären als Symbolfigur weggelassen. Von daher bleibt nur Raum für Optimismus. Der ist zwar kurzfristig vielleicht nicht ganz angesagt, denn der Handelskonflikt zwischen den USA und China dürfte die Kurse in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter belasten. Aber mittel- bis langfristig, glaube ich, wird der Optimismus an der Börse tatsächlich wieder Oberhand gewinnen. Die Unternehmensgewinne, sie werden weiter steigen. Nach der jüngsten Kurskorrektur sind Aktien zudem nur moderat bewertet. Von daher dürften wir hier entsprechendes Potenzial haben. Und US-Aktien sind eine besondere Investition wert, denn sie bieten ein eher defensives Profil. Sie haben es angesprochen, der US-Dollar ist ja oft Zünglein an der Waage. Wie erwarten Sie denn die Entwicklung zum Euro? Wir erwarten für den US-Dollar in den kommenden Wochen und Monaten zunächst eine volatile Seitwärtsbewegung. Die deutliche Aufwertung des US-Dollars dürfte sich von daher zunächst weiter bestätigen. Mit Blick Richtung 2020 gehen wir dann allerdings von einer erneuten Euro-Stärke aus, denn dann dürfte sich das Wachstum in der Eurozone erholen. Heißt das also, dass ich am besten jetzt schon vor meinem nächsten USA-Urlaub Geld tauschen sollte? Das hängt ganz davon ab, wann Sie in den Urlaub fliegen wollen. Wenn Sie schon in den nächsten Wochen oder Monaten starten, dann ist es eigentlich egal, wann Sie tauschen. Wenn Sie erst 2020 fliegen wollen, dann lohnt es sich noch ein Stück abzuwarten. Wenn ich mich jetzt nicht verzetteln will, gibt es irgendwas, irgendein Wertpapier, mit dem ich die USA gesamthaft abdecken kann? Die Frage ist gar nicht so einfach. Es gibt von Allianz Global Investors einen Fonds, den Income & Growth. Der deckt tatsächlich alle Anlagesegmente ab, sprich Anleihen und Aktien gleichermaßen. Das ist tatsächlich eine gute Möglichkeit. Ich bin heute allerdings auch bei Goldman Sachs unterwegs und die haben mit den Core Equity Strategien tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mit einem Big Data Ansatz den US-amerikanischen Aktienmarkt abzudecken. Vielen Dank, Herr Schickentanz, und viel Spaß noch in New York. Und Ihnen eine schöne Woche und viel Erfolg bei Ihren Börsengeschäften.